Hallo. Also, minütliche Updates bei OpenStreetMap. Das ist was, was wir alle ständig benutzen, aber die wenigsten bislang wohl sich direkt mit beschäftigt haben. Und ich will mal so ein bisschen mehr in die Technik einführen. Was sind da die, warum machen wir das überhaupt? Was ist daran wichtig? Wie funktioniert das? Was sind die Vorteile? Was sind die Probleme? In der Hoffnung, dass ihr das ein bisschen besser den Überblick bekommt und auch selber einschätzen könnt, wann das für euch wichtig ist, um es in eigenen Projekten mal einzusetzen. Das hier ist so die Architektur, wie das funktioniert bei OpenStreetMap, nicht wahr? Wir haben hier eine Datenbank, wir haben hier irgendwelche Mapper, die live 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche irgendwelche Daten da reinspielen und auch wieder rausholen können. Da ist natürlich immer der aktuelle Stand drin und wenn ich die Datenbank frage, gib mir mal die aktuelle Version von irgendwas, dann kriege ich auch die aktuelle Version. Und dann gibt es diese wöchentlichen Planet-Diffs, die also Planet-Files, wo man jede Woche einen kompletten Dump von allen Daten bekommt und runterladen kann und den dann weiterverarbeiten kann. Und viele Leute verwenden das tatsächlich als Input für ihre Arbeit, wenn sie irgendwas machen mit OSM-Daten. Naja, ich lade mir den aktuellen Planet runter und dann mache ich damit irgendwas. Oder ein Auszug von der Geofabrik, das ist letztlich auch nichts anderes als so ein Planet-File. Zusätzlich gibt es aber auch diese Daily, Hourly und Minutely Diffs. Sprich, also jeden Tag kommt ein File raus, in dem alle Änderungen von dem vergangenen Tag drin stehen. Jede Stunde kommt ein File raus, in dem alle Änderungen von der vergangenen Stunde stehen. Und sogar jede Minute ein File mit allen Änderungen der vergangenen Minute. Diese Files, die werden praktisch generiert auf dem Server und dort abgelegt. Und man kann die dann einfach runterladen mit geeigneter, mit einem Webclient oder mit einem Tool wie Osmosis, was das automatisch macht. Augenblick mal. Hier liegt ein Fehler vor. Ich glaube, ich habe hier eine alte Version dieser Folie. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Ganz kleinen Augenblick. Ich habe hier irgendwie einen Major Murks gemacht mit dieser Folie. Kurze Unterbrechung, ich muss das nochmal neu von meinem Notebook runter kopieren. Das war der zweite. Wo ist der zweite? Ah! Sehr gut, das hätte ich jetzt im Stress gar nicht gemerkt. Wahrscheinlich ist das die richtige Version. Es kommt daher, wenn man erst auf der Konferenz selber diese ganzen Sachen vorbereitet. Wo haben wir denn Vollbild? F5. So. Naja, ich hatte mich nämlich eben schon gewundert, warum diese Animation nicht kommt. So, warum mache ich das also? Punkt 1. Schnelles Feedback für Mapper. Immer dann, wenn ich irgendwas anbiete, was grundsätzlich von Mappern benutzt wird, wie zum Beispiel unsere eigene Karte, da möchte natürlich der Mapper irgendwas neu eintragen, irgendwas mappen und möchte dann sofort den Erfolg sehen. Es ist also wichtig, dass man schnell dieses Feedback geben kann, aber auch bei diversen, ich meine, es gibt ja diverse Tools, die zum Beispiel Fehler in OpenStreetMap suchen und anzeigen. Da wäre es natürlich schon auch toll, wenn das geht, dass der Benutzer irgendwie einen Fehler auf diesem Tool angezeigt bekommt und dann geht er hin und verbessert das und lädt seine Änderung hoch und dann macht er ein paar Minuten später Reload und dann ist der Fehler weg. Ja, das ist bei weitem noch nicht überall der Fall, das ist so die Idealvorstellung. Da gibt es sogar eine wissenschaftliche Untersuchung, die heißt Motivation by Anticipation, Expecting Rapid Feedback Enhances Performance. Da ist eine psychologische Studie, wo Schülern eine Aufgabe gestellt wurde und den Schülern wurde gesagt, ihr kriegt Feedback über die Qualität, wie gut ihr gelöst habt, wie gut ihr die Aufgabe gelöst habt, in entweder heute Nachmittag oder morgen oder übermorgen, so ein beliebiger Zeitraum zwischen 1 und 17 Tagen. Und man hat also verschiedenen Schülern verschiedene Zeiträume genannt und man hat festgestellt, dass diejenigen, die erwarten, dass sie das Feedback schneller bekommen, im Durchschnitt bessere Arbeit leisten. Das lässt sich also sogar wissenschaftlich, das ist sogar statistisch dann signifikant. Und das wollen wir natürlich auch, dass unsere Mapper bessere Arbeit leisten, weil sie wissen, dass sie das Feedback schnell bekommen. Ein weiterer Grund, warum ich gerne schnelle Updates haben will, ist, ich will immer die neuesten Daten haben, natürlich. Ich will einfach, wenn ich jetzt irgendwie eine tolle Kartenseite betreibe, möchte ich, dass meine Nutzer auch einfach aktuelle
möglichst aktuelle Sachen sehen. Und jetzt ist es so, es gibt viele Leute, die sagen, ach Gott, aktuelle Sachen. Bislang habe ich mit den amtlichen Daten gearbeitet und habe irgendwie einmal im Jahr ein Update bekommen. Wenn ich jetzt einmal im Monat ein Update bekomme, reicht das allemal. Warum brauche ich das von einer Minute vorher? Aber das zieht natürlich auch dann, wenn Fehler da sind, die man verbessert. Also angenommen, ich betreibe irgendwie so eine Webseite mit einer schönen Karte drauf und ich habe vielleicht einen Kunden, dem ich das verkaufe und ausgerechnet die Straße, an der der Kunde seinen Hauptsitz hat, die ist jetzt als Fußgängerzone eingetragen und es ist aber falsch. Ja? Und dann will ich natürlich, wenn ich ein System aufgesetzt habe, das mit minütlichen Updates arbeitet, dann bedeutet das auch, ich kann einfach zu OpenStreetMap reingehen, kann das reparieren und ein paar Minuten später habe ich die Änderung im System. Während, wenn ich mein System so aufgesetzt habe, dass es nur einmal im Monat updatet, weil ich gesagt habe, ach Gott, so aktuelle Daten brauche ich eh nicht, dann bedeutet das eben, dass ich auch auf eine Fehlerkorrektur, die ich vielleicht sogar selber gemacht habe, erstmal im Worst Case 29 Tage warten muss. Also das ist ein Punkt, den man im Hinterkopf behalten muss. Selbst wenn man eigentlich sagt, naja, so super aktuell muss es für mich gar nicht sein, dann ist trotzdem dieser Fehlerkorrekturaspekt doch immer mal noch was, was einen vielleicht dazu bringt, dass man diese Updates haben will. Und ein ganz wichtiger Punkt ist auch Geschwindigkeit, zumindest in der Theorie. Ein komplettes Planet-File hat 15 GB und alle Updates von einer Woche zusammen haben nur 300 MB. Das ist ein 50stel. Das heißt, ich kann praktisch ein ganzes Jahr lang minütliche Updates fahren und dann habe ich ungefähr gleich viel Daten runtergeladen wie ein einziges Planet-File. Das heißt, von Ausnahmen abgesehen, ist es meistens auch von der Verarbeitung her natürlich besser, wenn es mir gelingt, mein lokales System, das mit OpenStreetMap-Daten arbeitet, so aufzusetzen, dass ich nicht einmal die Woche das komplette Planet-File runternudeln und durchverarbeiten muss, sondern ich stattdessen jede Woche nur insgesamt diese kleine Menge an Diffs lade und verarbeite, dann habe ich natürlich einen Performance-Vorteil, vor allem auch nicht nur, dass die Menge insgesamt kleiner ist, die ich verarbeiten muss, sondern ich kann dieses Update, diese Arbeitszeit oder diese Rechenkapazität, die gebraucht wird, um dieses Update zu verarbeiten, die kann ich natürlich auch auf die ganze Woche verteilen. Ja? Jede Minute verarbeite ich ein paar kleine aktuelle Edits, die dazugekommen sind, anstatt dass ich irgendwie am Samstag meinen Server mal für 4 Stunden vom Netz nehme, weil ich das komplette Planet-File verarbeiten muss. Also das ist auch ein Aspekt. Das wird, ja, reden wir später drüber. Wie funktioniert das jetzt grundsätzlich? Was mache ich, wenn ich diese Updates runterlade? Möglichkeit 1, einfach schnell sein. Ich kann mir also einfach lokal eine Kopie von der OpenStreetMap-Datenbank halten, zum Beispiel vom kompletten Planet-File. Dann kann ich zu einem beliebigen Zeitpunkt Updates runterladen, alle Updates, die seit dem letzten Verarbeitungszeitpunkt hinzugekommen sind. Kann die einspielen auf meine lokale Datenbank, dann habe ich wieder eine top aktuelle OpenStreetMap-Datenbank-Kopie und dann verarbeite ich die Datenbank komplett. Ja, das ist eine sehr einfache Möglichkeit. Das ist das, was die Geofabrik zum Beispiel macht, wenn wir diese Extrakte produzieren. Wir haben eine komplette Kopie von der OpenStreetMap-Datenbank. Jede Nacht um 21 Uhr werden alle Änderungen des vergangenen Tages heruntergeladen, an diese Datenbank angefügt und dann werden die ganzen Ausschnitte gemacht für Europa und Deutschland und Bundesländer und so weiter und so weiter, die man dann später runterladen kann. Aber niemand kann ein ganzes, komplettes Planet-File in einer Minute verarbeiten. Das heißt, mit so einer Technik, wie ich die jetzt geschildert habe, da kann ich vielleicht gerade so weit kommen wie die Geofabrik, dass ich sage, ich kann einmal am Tag meine Datenbank aktualisieren und dann irgendeinen Verarbeitungsschritt laufen lassen. Viel mehr ist da aber nicht drin. Ja? Insbesondere, nochmal zurück zu diesem Bild, das skaliert auch nicht. Also es gibt durchaus Leute, die im Moment noch sagen, ach, was soll's. Komplettimport vom Planet-File dauert bei mir 5 Stunden, das mache ich einmal die Woche, das reicht mir und so. Aber man muss sich vor Augen halten, das hier ist ja praktisch das Integral von dem. Ja? So viel ändert sich jede Woche und dies hier, das wird immer größer. Selbst wenn das hier gleich bleibt, selbst wenn sich die Anzahl der Mapper in OpenStreetMap nicht verändert, die fügen einfach jede Woche so viel hinzu, dieses Ding wird immer größer und irgendwann kommt der Punkt, wo es halt echt nicht mehr geht, wo ich eben es mir echt nicht mehr leisten kann, einfach so mal jede Woche einen kompletten Planet zu verarbeiten. Der Punkt ist jetzt noch nicht da, aber der kommt. Möglichkeit 1, einfach schnell sein. Möglichkeit 2, einen Ausschnitt verwenden. Das gibt natürlich auch viele Leute, die sagen, ich interessiere mich eh bloß für die Daten in Deutschland oder so. Ich lade mir diese Updates ständig runter von OpenStreetMap, habe lokal aber nur den deutschen Datensatz.
appliziere die Updates da drauf und schneide mir aber nur Deutschland aus und arbeite damit. Das ist im Grunde das gleiche wie Version 1, wie Möglichkeit 1, nur es ist nicht ganz so aufwendig. Ich muss nicht jedes Mal die ganze Welt verarbeiten. Ich habe halt vielleicht nur einen kleineren Bereich. Möglichkeit 3, und das werde ich den Rest meines Vortrags jetzt auswalzen, ist, ich versuche diese Diffs herunterzuladen und ich versuche direkt mit diesen Diffs etwas zu machen. Also nicht einfach nur, ich habe hier eine komplette weltweite Datenbank, lade mir das Diff runter und danach habe ich einen Verarbeitungsschritt, der dann die ganze weltweite Datenbank von A bis Z durchnudelt, sondern was kann ich machen, was für Möglichkeiten gibt es, um ein Diff runterzuladen und dann nur eine kleine Verarbeitung zu machen, die halt nur die benötigten durch dieses Diff veränderten Sachen tatsächlich berührt. Wie sieht so ein Diff eigentlich aus, wenn man das runterlädt, so ein minütliches oder tägliches oder stündliches, die unterscheiden sich in der Struktur nicht. Das sind sogenannte OSM-Change-Files, die enthalten beliebig viele von diesen Create, Modify oder Delete-Blocks. Und in so einem Create, Modify oder Delete-Block, da können dann ganz normale Node, Way oder Relation-Objekte drin sein, so wie man sie auch aus dem normalen OpenStreetMap XML-File kennt. Und die spiegeln halt wieder, was passiert ist. Klar, Create, ein Objekt ist erstellt worden, Modify, ein Objekt ist verändert worden oder Delete, ein Objekt ist gelöscht worden. Das XML für Nodes, Ways oder Relations, was dann da drin ist, das ist das ganz normale OpenStreetMap XML, was man halt kennt. Gleiche Struktur. Was kann ich mit so einem Diff-File machen? Fangen wir mit einem ganz einfachen Beispiel an. Angenommen, ich habe einen Zähler, der soll einfach zählen, wie viele Nodes gibt es in der OpenStreetMap-Datenbank. Und ich möchte eine Webseite haben, wo groß die Zahl steht. Die soll minütlich aktuell sein, die soll immer aktuell sein. Ich kann mir nicht leisten, irgendwie jede Minute ein Diff runterzuladen und dann habe ich hier ein komplettes Planet-File, dann spiele ich das Diff auf mein Planet-File auf und dann laufe ich durchs ganze Planet-File durch und zähle, wie viele Nodes da drin sind. Das geht nicht, das dauert zu lang. Und das ist ein sehr einfaches, aber gutes Beispiel, wie man das mit so einem Diff machen kann. Ich würde also starten, ich würde mir einmal am Anfang ein Planet-File runterladen und würde zählen, okay, da sind jetzt so und so viele Nodes drin und dann lade ich mir jetzt jede Minute lade ich mir das neue Diff runter. Da ist dann so ein OSM-Change-File drin und da gibt es dann bestimmte Nodes, werden halt neu erstellt und immer wenn ich auf so ein Create treffe in diesem File, wenn ein Node created wird, dann erhöhe ich meinen Zähler um 1 und immer wenn ich auf so ein Delete treffe in dem File, dann reduziere ich meinen Zähler um 1. Und dadurch kann ich, indem ich nur die Diffs betrachte, jederzeit exakt wissen, wie viele Nodes gibt es in OpenStreetMap. Das ist jetzt ein sehr einfaches Beispiel und leider ist es nicht immer so einfach. Aber das ist die Grundidee. Wie kann ich meine Problemstellung so formulieren, dass ich einzig und allein, dass ich am Anfang einmal ein Planet verarbeite und dann nur noch mit dem Diff arbeiten muss. Machen wir ein komplizierteres Beispiel und fragen wir uns, wie viele Apotheken gibt es in OpenStreetMap? Apotheken, die sind ja getaggt mit Amenity gleich Pharmacy. Das heißt, ich würde auch hier wieder hingehen und würde mir anfangs einmal ein Planet-File herunterladen und würde alle Apotheken, alles was mit alle Nodes, die mit Amenity gleich Pharmacy getaggt sind, zählen. Und dann weiß ich, mit wie viel ich starte. Und dann nehme ich mir wieder diese Diffs her. Und dann betrachte ich, wenn ich auf ein Node-Create-Dings treffe, dann muss ich halt diesmal schauen, dass ich nur diejenigen mitzähle, wo im Create tatsächlich Amenity gleich Pharmacy drinsteht. Immer wenn ich auf sowas hier treffe, im Change-File, dann erhöhe ich meinen Zähler um 1, dann ist eine Apotheke hinzugekommen. Es gibt da jetzt eine kleine Komplikation. Wenn es ein Modify ist, mal angenommen, jemand schnappt sich eine Apotheke in OpenStreetMap und sagt, oh, das ist ein Irrtum, das war gar keine Apotheke, das ist ein Restaurant. Dann ändert er diesen Node von Amenity gleich Pharmacy auf Amenity gleich Restaurant. Und ich bekomme in diesem Diff nicht den alten Zustand mitgeteilt. Ich bekomme in diesem Diff nur die Information, der Node Nummer 5 hat jetzt die folgenden Tags Amenity gleich Restaurant. Um zu wissen, ob ich jetzt meinen Apothekenzähler hier um 1 reduzieren muss oder nicht, muss ich praktisch es reicht also bei diesem Beispiel jetzt nicht mehr, dass ich weiß, es gibt 1 Million Apotheken in OpenStreetMap, sondern ich muss auch noch wissen, zu jeder Apotheke, welche Node-ID hat die denn? Ja? Und wenn ich weiß, es gibt 1 Million Apotheken, darunter ist der Node mit der ID 5 und jetzt bekomme ich hier so ein Modify,
wo plötzlich der Node mit der ID Nummer 5 gar keine Apotheke mehr ist, dann weiß ich, ah, der hat sich verändert, der ist rausgefallen aus meiner Menge, den muss ich jetzt abziehen. Und genau das Gleiche ist es natürlich auch mit einem Delete. Wenn da jetzt ein Delete kommt, wenn da jetzt die Information kommt, der Node Nummer 5 wurde gelöscht, dann kriege ich in dem Change-File auch nicht mitgeteilt, welche Tags der hat. Das heißt, ich muss dann selber wissen, ach, der Nummer 5, das war ja eine von den Apotheken, der interessiert mich ja, ich muss meinen Zähler also reduzieren. Schon etwas komplizierter, ja. Erstes Beispiel, wenn ich mich nur für die Anzahl der, Nodes nur interessiere, dann brauche ich bloß einen Zähler mitlaufen zu lassen und das ist alles. Wenn ich mich für die Anzahl der Apotheken interessiere, dann muss ich schon eine Liste mitführen von allen Nodes, bei denen es sich um Apotheken handelt, damit ich mit diesem Modify richtig umgehen kann. Wenn ich mich jetzt auch noch dafür interessiere, wo sich denn diese Apotheken befinden, weil ich sie auf einer Karte einzeichnen möchte, dann gibt es da ein zusätzliches Problem. Und zwar, sowas hier ist einfach, ja, da wird ein neuer Node wird hier erstellt, an einer bestimmten Position, Latitude 3, Longitude 5 mit Medical Pharmacy, okay, zack, neue Apotheke kommt hinzu, kann ich mir irgendwo abspeichern. Aber eine Apotheke muss ja nicht immer ein Node sein in OpenStreetMap. Das könnte ja auch ein Way sein. Es könnte ja auch sein, dass jemand das Gebäude von der Apotheke eingezeichnet hat und hat diesem Way dann das Tag Amenity gleich Pharmacy gegeben. In meinem Zählbeispiel vorhin habe ich das auch ausgeklammert, aber da wäre das trivial gewesen. Da kann ich Ways kann ich genauso zählen wie Nodes. Aber wenn ich mich jetzt für die Geometrie interessiere, dann kann es passieren, dass ich in so einem Change-File plötzlich die Information bekomme, es wurde ein neuer Way angelegt mit der ID 9. Es handelt sich dabei um eine Apotheke und dieser Way besteht aus den folgenden Nodes. Ja, man sieht hier 17, 18, 19, 20, 17, das heißt, es ist also ein geschlossenes Viereck. Und jetzt stehe ich da und wo sind denn jetzt diese Nodes? Wo auf der Karte muss ich denn jetzt diese Apotheke einzeichnen? Unter Umständen, wenn ich mir bislang in meiner Datenbank brav immer nur alles gespeichert habe, was als Apotheke gekennzeichnet war, dann fehlen mir möglicherweise diese Nodes. Dann weiß ich gar nicht, ob dieser Node Nummer 17 eigentlich in Thailand ist oder in Großbritannien. Das heißt, wenn man sowas hier machen möchte, also solche, auch wenn man auch die geografische Position von Ways braucht, die Geometrie von einem Way, dann braucht man einen Node Location Store irgendwo. Dann braucht man mindestens eine Datenbank, die sämtliche Nodes von OpenStreetMap enthält. Nicht unbedingt mit ihren Tags und ihren sonstigen Zusatzdaten, aber von jedem Node muss ich mindestens die Position gespeichert haben. Sonst enthält dieses Div, was ich runterlade, nicht genug Informationen, um tatsächlich zu wissen, wo dieser Way angelegt wurde. Und das ist jetzt nochmal so ein bisschen als super kompliziertes Beispiel. Das Ganze lässt sich auch nochmal einen Schritt weiter machen. Ich kann das Ganze auch mit Relationen machen. Es könnte theoretisch auch eine Multipolygon-Relation, angenommen die Apotheke ist in einem Gebäude, das innen drin ein Loch hat, dann würde dafür eine Multipolygon-Relation angelegt werden und die würde es möglicherweise erfordern, also dann würde ich so ein Create bekommen, wo eine Relation drin ist, die gar nicht als Pharmacy gekennzeichnet ist, wo aber an dem äußeren Way das dann dranhängt. Das ist also nochmal extra kompliziert, erfordert noch mehr Speichern von Daten, damit man damit umgehen kann. Hilfe, ja, das ist jetzt ziemlich kompliziert und damit will sich eigentlich niemand beschäftigen, aber es gibt zum Glück Tools, die einem viel von dieser Arbeit abnehmen. Eins davon ist OSM2PGSQL. Das kann einen kompletten OpenStreetMap-Datensatz importieren in eine PostGIS-Datenbank und im sogenannten Slim-Mode importiert es zusätzlich zu den Geometrietabellen auch noch Reservedaten nenne ich das mal, eben zum Beispiel, eben habe ich gesagt, ich muss die Position von jedem Node, selbst wenn der Node mich an sich eigentlich nicht interessiert, ich muss trotzdem seine Position speichern, um eventuell später einen Way zusammenbauen zu können, der diesen Node braucht. Das macht das automatisch, legt all diese Tabellen an und wenn dann so ein, es kann dann Diffs verarbeiten, wenn ein Diff reinkommt, wo dann drin steht, hier neuer Way wurde angelegt, verwendet die Nodes A, B und C, dann ist er in der Lage, mir die richtige Geometrie zusammenzuarbeiten. Braucht ungefähr für ein weltweites, für einen weltweiten Datensatz 300 GB Postgres Table Space, die man dann natürlich recht regelmäßig aktualisieren sollte, sonst hat das ja keinen Sinn.
Mit Osmosis geht das Ganze auch. Osmosis verfolgt ein bisschen einen anderen Ansatz, importiert auch einen kompletten OSM-Datensatz im sogenannten Snapshot-Schema, legt mir dabei auch, ähnlich wie OSM2PGSQL, für jedes Objekt, für jeden Way eine Line-String-Geometrie an, kann allerdings keine Multipolygon-Verarbeitung, das ist ein kleiner Pferdefuß dabei, aber wenn man darauf verzichten kann, dann geht das ganz gut. Hat eine ganz interessante Methode, wenn man mit Osmosis ein Diff einspielt in die Datenbank, dann kann man eine Stored Procedure in der Datenbank haben, die nach dem Einspielen des Diffs aufgerufen wird und die dann Zugriff auf eine Tabelle hat, die sämtliche Änderungen enthält, die gemacht wurden. Das heißt, ich kann also eine kleine Stored Procedure schreiben, die nach dem Import eines Diffs automatisch aufgerufen wird und wo ich dann sagen kann, aha, die und die und die Sachen sind verändert worden, da will ich in gewisser Weise darauf reagieren. Zum Beispiel, aha, hier ist ein Node verändert worden, ah, der hat jetzt das Pharmacy Tag bekommen, also dann muss ich meinen Zähler erhöhen oder sowas. Dafür bietet das Osmosis schon ein ganz gutes Framework an. Braucht allerdings ungefähr 450 GB Tablespace für einen weltweiten Datensatz. Es gibt auch noch Osmium. Osmium ist eine ganz andere Baustelle, das ist ein Framework eigentlich nur für Programmierer, die in C programmieren, C++ programmieren wollen und können. Osmium nimmt einem die Verarbeitung dieser OSM-Dateien, das Parsen der OSM und der OSM-Change-Dateien ab und gibt einem dann so Callbacks in den eigenen Code rein, wo man dann Programmfragmente halt einbauen kann, die darauf in irgendeiner Weise reagieren. Also alles Weitere muss man dann da selber machen. Es gibt später auch noch einen Vortrag von Jochen zum Osmium, oder ist der morgen, ich weiß nicht, also zumindest irgendwann im weiteren Verlauf der Konferenz. Ganz kurz noch Ausblick auf die Zukunft, Wunschliste, was hätten wir gerne, was könnte sich verbessern in der Zukunft. Eine Sache, Augmented Diffs, also ein Diff, das nicht nur die echten Änderungen enthält, sozusagen wie ich vorhin sagte, dieser Way ist jetzt eine Apotheke, sondern wo zusätzlich zu jedem geänderten Objekt auch noch alle Kind-Objekte drin sind, die dazugehören. Sprich, wenn sich ein Way ändert, dass ich dann auch alle Nodes mitbekomme in diesem Diff. Das wäre sehr hilfreich und das würde vielen Leuten, die mit diesen Diffs etwas anfangen wollen, das wesentlich vereinfachen, damit umzugehen. Zum Beispiel dieser ganze Node-Location-Store, von dem ich vorhin gesprochen habe, der wäre dann nicht mehr nötig, weil ich zu dem geänderten Way sofort die Geometrie mitbekommen würde. Regionale Diffs bietet bislang auch niemand an, das könnte man aber machen. Also für jemand, der nur Deutschland aktuell halten will oder sowas, dass man Diffs anbietet, die nur Deutschland beinhalten oder halt regionale Auswahlen. Oder auch thematische Diffs, also dass man zum Beispiel sagt, hier könnt ihr euch Diffs runterladen, wo nicht sämtliche Änderungen an OpenStreetMap drin sind, sondern nur alle Änderungen an Straßen zum Beispiel. Es gibt viele Leute, die sagen, ich bin nur am Straßennetz interessiert und da könnte man durchaus einiges sparen. Das sind aber alles Dinge, die noch nicht gemacht werden, die könnte theoretisch jeder machen, weil jeder von euch könnte, wenn er einen dick genug Rechner dafür hat, eine Datenbank aufsetzen, die ganzen Diffs regelmäßig, die normalen Diffs regelmäßig einlesen und dann sowas daraus produzieren. Oder die OSMF macht das irgendwann mal, im Augenblick gibt es das alles noch nicht. Ein paar Leute, die sich darüber Gedanken machen, aber wer also Lust hat, mal in dem Bereich sinnvoll was zu arbeiten, da gibt es sicherlich viele Möglichkeiten, wie man das noch verbessern kann, diesen ganzen Diff-Mechanismus. Vielen Dank, das war's. Die Folien von diesem Vortrag gibt es auf geofabrik.de/, also da kann man oben auf Publications im Menü gehen, da kann man sich dann diese Folien runterladen, wenn es einen interessiert. Und ich möchte darauf hinweisen, dass ich einige Ideen aus diesem Vortrag geklaut habe von einem Vortrag, den der Matt Amos vorletztes Jahr in Girona gehalten hat. Da hat er nämlich auch schon Werbung gemacht für diese minütlichen Updates und mir diese Idee mit dieser Studie da, in dieser wissenschaftlichen Studie, das kam von ihm. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Frederik. Haben wir Fragen dazu? Du hast ja diese Augmented Diffs angesprochen. Was ist denn aus deiner Sicht da der Weg, der schneller zum Ziel führt, die bestehenden Diffs so umzubauen, dass die das sozusagen mehr Infos enthalten oder dass man es als eigenen Dienst macht, der das aus den bestehenden Daten nochmal anbietet? Also ich würde einen eigenen Dienst aufsetzen, der dann, ich würde so ein bisschen damit rechnen, dass wenn ich den Dienst mal aufgesetzt habe und der funktioniert,
dass der dann auch irgendwann sozusagen in die OSMF rein migrieren kann, dass die dann irgendwann sagen, hey, das ist aber eine klasse Sache, das benutzen inzwischen viele Leute und sollen wir das nicht vielleicht hier bei uns auf dem Server betreiben? Ja, wahrscheinlich würde man schon sagen, ich nehme existierendes Diff, füge aus meiner eigenen lokalen Datenbank Informationen dazu und publiziere das weiter, aber ja, fertiges Konzept habe ich dafür auch nicht in der Schublade. Und das andere, was du hattest ja gesagt, ja, diese Argumente Diffs, das ist aus deiner Sicht diese Daten, die man jetzt eventuell brauchen könnte, also die Hierarchie sozusagen dann noch enthalten. Wie stehst du denn dazu, würdest du dann, wenn es jetzt so dieses Apothekenbeispiel, was du da hattest, also dass eine Apotheke oder das, was früher eine Apotheke war, plötzlich zu einem Restaurant wurde oder sowas, müsste man, um solche Probleme zu lösen, nicht dann auch im Diff den alten Wert mit reinnehmen? Das könnte man, für manche Leute wäre das durchaus interessant, für manche Anwendungsfälle, dass man sagt, dass man nicht nur sagt, hier hat sich ein Way geändert und die neue Version ist so, sondern dass man vielleicht sogar sagen kann, hier hat sich ein Way geändert, die alte Version war das, die neue Version war das. Ja, das würde die Verarbeitung für einige Sachen noch einfacher. Auch Leute, die regionale Ausschnitte machen, für die ist es ja manchmal interessant, ob sich ein existierendes Objekt in den Ausschnitt hinein bewegt hat oder aus dem Ausschnitt heraus bewegt hat. Frederik, kannst du mal kurz zu der Wunschliste sagen, wo du die Prioritäten siehst und wie viel Nachfrage da ungefähr ist? Und zweiter Teil der Frage ist, würdest du sagen, es lohnt sich, das mal auf dem nächsten Hack-Weekend zu erledigen? Also ich könnte so einen Overpass einbauen. Ist halt ein bisschen Arbeit. Also das mit diesen Augmented-Diffs, es gibt relativ wenig Leute, die gezielt sagen, ich hätte gern sowas. Aber es gibt relativ viele Leute, die auf die Nase fallen, die also anfangen mit Diffs zu arbeiten und sich denken, ah super, da kann ich ja irgendwie zum Beispiel, ja, ich kann ja hier irgendwie meine POIs ganz leicht updaten und dann kommt die Frage, oh Moment, es gibt ja auch POIs, die als Ways modelliert sind, jetzt funktioniert das alles nicht mehr so richtig, jetzt wird es plötzlich kompliziert, oh, ich lasse es lieber oder so. Also da gibt es eine ganze Menge Leute, die dann davor zurückschrecken und die, wenn sie Augmented Diffs hätten und man denen sagen könnte, nimm einfach das und dann geht's, die das dann vielleicht gerne machen würden. Und es gibt natürlich auch, also wenn du mit dem Overpass in die Richtung gehen kannst oder willst, ganz bestimmt eine große Nachfrage an thematischen Sachen, dass die Leute halt nicht nur ein Query machen können und sagen können, gib mir mal alle Apotheken in diesem Rechteck, sondern dass die auch sagen können, und bitte ab jetzt möchte ich irgendwie eine Art Stream abonnieren, wo ich alle Änderungen an Apotheken in diesem Rechteck automatisch bekomme. Aber ich glaube, dass das datenbankmäßig wahrscheinlich sehr schwierig ist. Aber gut, also wenn du Lust hast, ich kann mir durchaus vorstellen, dass es viele Leute gibt, die das gut gebrauchen können. Als Anmerkung zu der Geschichte, wen das dann tangieren würde, wer das dann benutzen könnte, muss man halt auch sagen, dass wenn man jetzt Diffs verarbeiten will, weltweit, braucht man einfach eine verdammt große Festplatte, weil man muss einfach mal den gesamten Ist-Stand speichern, um sich dann aus den Diffs das zusammenziehen zu können, was man will. Wenn es solche Augmented Diffs gäbe, dann müsste ich diese Informationen nicht auf jedem Server einmal speichern, sondern ich hätte eine zentrale Stelle, wo quasi diese Schattentabellen mit dem Altstand sind. Und die eigentliche Anwendungsmaschine kann sich dann wirklich nur noch auf ihre eigentliche Funktionalität konzentrieren und muss nicht auch noch diese Schattendatenhaltung von dem Altstand haben, mit dem er aus den neuen sich was zusammenfügen kann. Das heißt, das ist auch interessant für Leute, die auf dem lokalen Notebook irgendwie entwickeln wollen. Und das geht halt nicht, weil die Platte nicht groß genug ist. Und die haben im Moment eigentlich gar keine Alternative, als dann entweder sich einen Server zu mieten oder es halt nicht zu machen. Deswegen, allein schon deswegen wären diese Augmented Diffs da, glaube ich, ein echter Schub. Gut, dann nochmal vielen Dank, Frederik.